Hallo und herzlich willkommen, liebe Praxislehrerinnen und liebe Praxislehrer. Ja, Sie hören richtig, Praxislehrerinnen und Praxislehrer. Ich sage jetzt bewusst nicht Praxisanleiter oder Praxisanleiterin, denn Sie sind meine zukünftige Kollegin oder zukünftiger Kollege in der praktischen Ausbildung für die Gesundheitsfachberufe, nämlich der generalistischen Pflegeausbildung. Das heißt also, Sie sind dafür da, um eben halt in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Betrieb Unterricht zu leisten am Pflegebett und den Auszubildenden in seinen Kompetenzen zu unterstützen, sich zu entwickeln. Um eben halt eine praktische Ausbildung zu gewährleisten, benötigen Sie auch das sogenannte theoretische Curriculum. Denn Ihre praktische Ausbildung soll sich am theoretischen Curriculum der Schule entsprechend orientieren, so dass es eine Verknüpfung gibt zwischen Theorie und Praxis. Und es gibt hierzu einen Rahmenlehrplan, der vom Bund letztendlich auch veröffentlicht worden ist, woran sich die meisten Pflegeschulen letztendlich orientieren. Und diesen Rahmenlehrplan, der unterteilt ist in curriculäre Einheiten, diesen Rahmenlehrplan möchte ich Ihnen gerne in diesem Video einmal inhaltlich vorstellen. Herzlich willkommen zurück. Ja, mit diesem Vortrag möchte ich Ihnen gerne die Rahmenlehrpläne der Fachkommission nach § 53 der Pflegeberufegesetze für die generalistische Pflegeausbildung vorstellen. Ja, mein Vortrag wird sich auf die theoretische Ausbildung, also das, was in der Schule vermittelt wird, beziehen. Und ich werde mich der curricularen Einheiten bedienen, das heißt also die jeweiligen einzelnen Bereiche kurz vorstellen, wann wird was unterrichtet in der generalistischen Pflegeausbildung. Ja, es ist eine Empfehlung, das heißt, dass die Schulen nicht eins zu eins das so umsetzen. Es gibt sogar Bundesländer, die ihren eigenen Rahmenlehrplan entwickelt haben, aber so bekommen Sie als Praxisanleiterin, Praxisanleiter ein Gefühl und einen Eindruck, was wird in der Schule konzeptionell unterrichtet, wie ist es ineinander aufgebaut und wie sollen gewisse Kompetenzen auch vermittelt werden. Ja, ich werde die curricularen Einheiten kurz vorstellen. Und mein Wunsch ist es, dass Sie parallel hierzu in meiner Vorstellung sich einmal Gedanken machen, was könnte man hier im praktischen Betrieb, also im Praxisalltag, im Betrieb anbieten an Lernsituationen für den Auszubildenden, adaptiert an den curricularen Einheiten. Ja, hierzu können Sie sich gedanklich mal auf den Weg bringen, zu überlegen, was passt hier vielleicht ganz gut rein. Ja, im Vorfeld sollte man natürlich im Rahmen seiner Praxisanleitertätigkeit sich auch einmal Gedanken machen, welche Lernangebote hat eigentlich meine Lernumgebung, also mein Betrieb, mein Einsatzort, wo ich tätig bin. Und diese Lernangebote kann man vielleicht auch den curricularen Einheiten zuordnen. Dennoch bin ich davon überzeugt, wenn Sie ein pädagogisch-didaktisches Konzept haben, wie Sie konkret in Ihrem Betrieb anleiten, dann braucht es nicht unbedingt im Vorfeld die Theorie, um eine praktische Tätigkeit im Betrieb umzusetzen. Ich bin davon überzeugt, dass natürlich auch Sie im Praxisbetrieb Tätigkeiten mit dem Auszubildenden umsetzen können, ohne dass er vorher davon in der Schule erfahren hat. Warum? Ich mache Ihnen ein Beispiel. Ihr Auszubildender ist in einem Einsatzbereich, wo er gewisse pflegerische Tätigkeiten nur dort vielleicht in seiner Ausbildung erleben kann. Wie zum Beispiel einen transurethralen Dauerkatheter legen. Nun ist dieser Auszubildende in diesem Bereich, wo es gang und gäbe ist, dass diese Katheter oftmals gelegt werden. Vielleicht kommt der Auszubildende in seiner Ausbildung nie wieder in den Genuss, einen transurethralen Dauerkatheter zu legen. Dann wäre es doch traurig, wenn Sie als Praxisanleiterin es nicht mit dem Auszubildenden umsetzen und ihn darin schulen und befähigen, diese pflegerische Tätigkeit auch entsprechend zu erlernen und zu erfahren. Deshalb bin ich davon überzeugt, dass nicht immer alles vorher in der Theorie gelaufen sein muss,
damit der Auszubildende es auch in der Praxis mal erleben darf und auch entsprechend umsetzen darf. Nur bedarf es natürlich ein gewisses methodisches und didaktisches Verfahren, Konzept, wie Sie Ihren Auszubildenden dazu befähigen wollen, diese Tätigkeit auch umzusetzen. Aber nun gut, ich möchte Ihnen zunächst die curricularen Einheiten vorstellen und Sie dürfen sich Gedanken machen, was hier vielleicht im Rahmen der Praxisanleitung ganz gut reinpasst. Ja, hier nun einige Informationen auch noch vorweg. Also es handelt sich hier um curriculäre Einheiten. Die curricularen Einheiten sind insgesamt 11 Einheiten, die vermittelt werden. Und in diesem Rahmenlehrplan wird immer von Ausbildungsdrittel gesprochen. Erstes Ausbildungsdrittel, zweites Ausbildungsdrittel und das dritte Ausbildungsjahr, also 3/3. Das heißt, hier wird nicht von Ausbildungsjahren gesprochen, sondern es wird alles gedrittelt. Und die curricularen Einheiten werden dann entsprechend dem Ausbildungsdrittel zugeordnet. Ich werde diese aber chronologisch von 1 bis 11 letztendlich auch Ihnen vorstellen. Ja, die curriculäre Einheit 1 beschäftigt sich natürlich mit dem Ausbildungsstart. Pflegefachfrau oder Pflegefachmann werden. Diese curriculäre Einheit 1 umfasst einen Richtwert von 70 Stunden. Ja, was sind hier die Inhalte? Hier geht es natürlich darum, sich zunächst einmal in seinem Lernort Schule, aber auch in seinem Lernort Praxis zurechtzufinden. Hier soll man einen Einblick bekommen in seinen neuen Beruf. Man soll sich anschauen können, womit sich eigentlich auch Pflege beschäftigt. Und die Auszubildenden sollen sich letztendlich auch in dieser curricularen Einheit zunächst einmal orientieren und sie sollen überprüfen, ob ihr Ausbildungswunsch letztendlich auch der Realität und dem entspricht, was sie sich ursprünglich einmal vorgestellt haben. In der curricularen Einheit 1 wird natürlich auch zudem ein Orientierungseinsatz in der Praxis stattfinden. Ja, die Anlässe in der curricularen Einsatz 1, also Handlungsanlässe, ist Ankommen in der Lerngruppe Schule, aber auch Ankommen im Team in der Pflegepraxis. Ja, Kontextbedingungen sind Lernprozesse in der Ausbildung und Lernorte letztendlich gestalten und eben halt erleben. Dann gibt es noch hier die gesetzlichen Grundlagen für die Ausbildung, ne? Also wie ist die generalistische Pflegeausbildung aufgebaut, wie ist das mit der Berufsbezeichnung Pflegefachmann, Pflegefachfrau und ja, hier wird zunächst einmal eine Basis gelegt und der Auszubildende soll lernen, auch aufgrund seiner Vorerfahrung, die er vielleicht gesammelt hat im Praktikum, in seiner Lernbiografie, in seinen pflegerischen Vorerfahrungen, die kann er hier auch soweit mit einbringen. Eins ist noch zu sagen, natürlich sollen gewisse Kompetenzbereiche auch in den jeweiligen einzelnen curricularen Einheiten auch entwickelt werden. Und hier gibt es unterschiedliche Kompetenzbereiche. Die unterschiedlichen Kompetenzbereiche sind in 5 Kompetenzbereiche aufgegliedert. Kompetenzbereich 1 sind Pflegeprozesse und Pflegediagnostik in akuten und dauerhaften Pflegesituationen verantwortlich planen, organisieren, gestalten, durchführen, steuern und evaluieren. Das klingt immer sehr hochtrabend. Das sind insgesamt 1000 Stunden im Umfang. Der Kompetenzbereich 2 ist Kommunikation, Beratung, Personen- und situationsbezogen gestalten. Die gesamte kommunikative und Beratungssituation sind insgesamt 280 Stunden. Der Kompetenzbereich 3, intra- und interprofessionelles Handeln in unterschiedlichen systemischen Kontexten verantwortlich gestalten und mitgestalten, ist hier der Kompetenzbereich 3. Der Kompetenzbereich 4, das eigene Handeln auf der Grundlage von Gesetze,
Verordnungen und ethischen Leitlinien reflektieren und begründen. 160 Stunden. Ja, der fünfte Kompetenzbereich, das eigene Handeln auf der Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen, berufsethischen Verhalten, Einstellungen reflektieren und begründen können. Also nochmal ethische und moralische Aspekte. Ja, auf die fünf Kompetenzbereiche werde ich so jetzt nicht mehr konkret eingehen, denn ich möchte Ihnen ja die curricularen Einheiten vorstellen. Und das, was in den curricularen Einheiten unterrichtet wird, soll dazu natürlich dienen. Ziel ist es, die jeweiligen einzelnen Kompetenzbereiche zu fördern und entsprechend auch zu entwickeln. Ja, fahren wir nun fort in den weiteren curricularen Einheiten. Kommen wir zur curricularen Einheit 2. Zu pflegende Menschen in der Bewegung und Selbstversorgung unterstützen. Ja, hier geht es um Bewegung, Beweglichkeit, aber hier geht es auch um Motivation. In der curricularen Einheit 2 lernen die Auszubildenden die grundpflegerische Versorgung von Bewohner und Patienten. Das heißt, was ist hier Inhalt? Der Inhalt ist einmal Positionieren im Bett, Positionieren an die Bettkante, Positionieren in den Stand, Bewegungsabläufe, aber auch Bewegungseinschränkungen wahrzunehmen, Immobilität, also Lebensraum, Bett, Gehfähigkeit, Geheinschränkungen und auch die unterschiedlichen Hilfsmittel. Was hier aber auch noch hinzukommt, ist die grundpflegerische Versorgung. Zum Beispiel Körperpflege, Körperpflege im Bett, Körperpflege am Waschbecken und so weiter und so fort. Das heißt, der komplette grundpflegerische Versorgungsbereich. Ja, sich wohlfühlen, sich sauber fühlen, waschen und kleiden ist hier ein Thema, aber auch Nahrungsaufnahme ist ein Thema. Dann kommt hier aber auch die Beobachtungsgabe hinzu, Wahrnehmung und Beobachtung, wie zum Beispiel Krankenbeobachtung Haut, Krankenbeobachtung Atmung, Vitalzeichen messen und erheben. Also all das, was in der grundpflegerischen Versorgung wichtig ist und auch relevant ist. Ja, die curriculäre Einheit 2 ist in 2a unterteilt und in 2b. 2b, darum geht es hier, Selbstversorgung unterstützen. Hier geht es natürlich auch darum, Menschen zu unterstützen und anzuleiten, um die Ressourcen zu fördern und zu unterstützen. Ne, aber hier geht es auch um Nahrungsaufnahme, Flüssigkeitsaufnahme. Hier geht es aber auch darin, was Ausscheidung, Umgang mit Ausscheidung ist hier auch noch ein großes Thema. Nähe, Distanz ist ein großes Thema. Intimsphäre, Waren ist ein Thema. Ja, also hier die komplexe grundpflegerische Versorgung von Menschen aller Altersklassen. Ja, geht es weiter in die curriculäre Einheit 3. Erste Pflegeerfahrung reflektieren, verständigungsorientiert kommunizieren. Hier haben die Auszubildenden ihren Orientierungseinsatz hinter sich gebracht und erste Pflegeerfahrungen sammeln können. Hier geht es letztendlich darum, dieses, was sie an Erfahrung gesammelt haben, diese komplexen Situationen im Pflegealltag in der Schule einmal zu reflektieren. Das heißt, hier werden unterschiedliche Angebote gemacht, wie Reflexionen so stattfinden können. Zudem kommt es aber auch hinzu, wie geht es mir eigentlich in der Pflegesituation? Thema Scham, Ekel, Selbstekel, aber auch Ungeduld ist ein Thema, Abwehrhaltung ist ein Thema vom Bewohner, Patienten, aber auch, wie ist es in mir? Habe ich eine ablehnende Haltung? Habe ich ein Ekelgefühl, Schamgefühl? Hier geht es aber auch mit Emotionen. Welche Emotionen sind in mir aufgekommen im Umgang im Pflegealltag, aber auch welche Emotionen sind von meinen Bewohner, Patienten gekommen? Ja, dann geht es natürlich auch darum, wertschätzend zu kommunizieren. Hier werden die Grundbausteine der Interaktion und Kommunikation letztendlich auch geschult. Ne? Wie kommuniziere ich achtsam, wertschätzend mit Empathie eben halt mit meinem Patienten oder mit meiner Pflegegruppe, Pflegeteam?
Ne, die drei E's der Kommunikation nach Rogers, ne, echt sein, authentisch sein, das Anliegen des Bewohners, Patienten ernst nehmen und empathisch auf ihn einwirken, sind hier Grundthemen in der Kommunikation in diesem Bereich. Ja, Stundenumfang sind 80 Stunden. Die curriculäre Einheit 3 ist auch noch im ersten Ausbildungsjahr. In der curriculären Einheit 4, Gesundheit fördern und präventiv handeln, ja, werden hier Menschen aller Altersklassen auch berücksichtigt. Hier geht es um Gesundheitsfürsorge, Gesundheitsprävention. Was ist eigentlich Gesundheit? Was ist Krankheit? Wie kann Gesundheit gefördert werden? Prophylaxen zum Beispiel, ne? Pneumonieprophylaxe, Thromboseprophylaxe, ja, Sor- und Parodontitisprophylaxe, um eben halt einige wenige zu benennen. Hier geht es aber auch um Selbstbestimmung, Selbstwahrnehmung, ist hier nochmal ein Thema. Was hier auch zu berücksichtigen ist, ist die eigene Gesundheit, ne? Rückenschonendes Arbeiten. Wie transportiere ich einen Bewohner von A nach B? Wie positioniere ich ihn im Bett? Wie hole ich ihn aus dem Bett? Und welche Hilfsmittel sind hier auch noch möglich? Das heißt, der Aspekt Gesundheit fördern und präventiv handeln. Ja, berücksichtigt in der curricularen Einheit wird 4 wird nicht nur die Gesundheitsförderung und Prävention beim Bewohner, Patienten, sondern hier werden wieder auch alle Altersgruppen berücksichtigt. Es geht von Kinder, Jugendliche präventiv die Gesundheit fördern, aber auch im Erwachsenenbereich oder im hochbetagten Bereich im Alter. Das heißt, die curriculäre Einheit 4 dröselt sich dann nochmal auf und orientiert sich entweder an Kinder, Jugendliche, an Erwachsene oder eben halt an dem hohen Alter. Ja, in der curricularen Einheit 5 ist eine sehr große Einheit von ca. 200 Stunden und hier geht es darum, Menschen in kurativen Prozessen pflegerisch unterstützen und Patientensicherheit stärken. Also hier sind die Auszubildenden primär im Akutversorgungsbereich, also in den Krankenhäusern. Hier erhalten sie Kenntnisse im Bereich der Krankheitslehre, Krankenpflege, im akutmedizinischen Bereich, also in der inneren Medizin, aber auch im chirurgischen Bereich. Das heißt also, hier werden unterschiedliche kurative Ansätze vorgestellt, ne, im internistischen Bereich, also medikamentöse Therapie und die jeweiligen einzelnen Krankheiten, die eben halt im internistischen Versorgungsbereich möglich sind, sind hier thematisch inhaltlich gegeben. Aber auch eben im chirurgischen Bereich, ne? Chirurgischer Arbeitsbereich zum Beispiel, akuter Schmerz, Wundversorgung, nosokominale Infektion, genau, welche operativen Verfahren gibt es, präoperative Pflege, postoperative Pflege, das ist hier so thematisch inhaltlich gegeben. Ja, der akutmedizinische Bereich ist hier im Kontext sehr stark vorzuheben. Ja, da es im akutmedizinischen Bereich auch wieder unterschiedliche Altersgruppen gibt, bezieht sich die curriculäre Einheit 5 nicht nur auf das Erwachsenenalter, sondern hier wird auch nochmal differenziert, nämlich 140 Stunden sind es circa im Kinder- und Jugendalter, kurative Prozesse pflegerisch unterstützen und Patientensicherheit stärken. Und selbstverständlich wird dann auch nochmal die curriculäre Einheit 05 auch im altenpflegerischen Bereich betrachtet. Der alte Mensch kommt ins Krankenhaus und muss akut medizinisch versorgt werden, kurativ versorgt werden. Hier sind ja auch besondere Dinge auch letztendlich zu berücksichtigen. Ja, hier sind wir schon auch fortgeschritten im zweiten Ausbildungsjahr. In der curricularen Einheit 6 geht es um Akutsituationen, sicher handeln. Auch hier wieder alle Altersgruppen sind angesprochen. Es geht hier natürlich um Reanimation zum Beispiel im Krankenhaus oder eben halt Akutsituationen, Herzinfarkt, Schlaganfall. Oder es geht um verschiedene Schockformen, hypovolemischer Schock, kardiogener Schock, septischer Schock.
Das heißt also, hier werden alle Akutsituationen letztendlich auch berücksichtigt und nochmal intensiv besprochen. Trauma, ne? Trauma, Unfälle, Schockraum, polytraumatisierter Patient, ja, unterschiedliche Katastrophenszenarien werden hier durchgespielt und entsprechend auch inhaltlich behandelt. Ja, dann geht es weiter in die curriculäre Einheit 7, rehabilitatives pflegerisches Handeln im interprofessionellen Team. Ja, hier werden unterschiedliche Szenarien berücksichtigt. Also man muss dazu sagen, wir am IWK arbeiten mit Lernsituationen und eine Lernsituation ist exemplarisch immer für einen gesamten Bereich. Aber das rehabilitative pflegerische Handeln muss man auch wieder in unterschiedlichen Altersstufen berücksichtigen. Also die Rehabilitation von Kindern zum Beispiel, Jugendlichen, aber auch der rehabilitative Bereich im Erwachsenenalter, um wieder fit sein zu können für seinen Berufsalltag, oder der rehabilitative Ansatz im Alter, im hohen Alter, nämlich die Geriatrie, wird hier nochmal differenziert. Ja, und dann kann das sein, dass zum Beispiel unterschiedliche Szenarien durchgespielt werden. Zum Beispiel ein Jugendlicher springt im Schwimmbad vom Beckenrand und bricht sich zum Beispiel ein Halswirbel und ist von nun an querschnittsgelähmt. Wie kann man ihn unterstützen, rehabilitativ, um in seinem Leben, in seinem Lebensalltag, Lebensumfeld wieder auch zurechtzukommen? Oder der alte Mensch hat einen Schlaganfall erlitten und Ausfallerscheinungen. Und wie kann er lernen, mit seinen Ausfallerscheinungen im Alltag wieder zurechtzukommen? Also curriculäre Einheit 7, Rehabilitation. Ja, in der curriculären Einheit 8 geht es um Menschen in kritischen Lebenssituationen und in der letzten Lebensphase begleiten. Das heißt also, hier geht es, platt gesagt, mit knapp 160 Stunden um das Thema Tod und Sterben in allen Altersgruppen. Also hier im Bereich Kinder, ne, palliative Versorgung von Kinder, Hospizarbeit im Kinderbereich, zum Beispiel Löwenherz. Hier geht es aber auch um Sterbebegleitung im Erwachsenenalter. Welche Glaubenssätze gibt es? Welche Religion gibt es? Welche Rituale gibt es? Ja, also unterschiedliche Bereiche aus unterschiedlichen Blickwinkeln würden betrachtet in Bezug auf das Thema Tod und Sterben. Ja, Tod und Sterben auch im hohen Alter. Die Frage hier ist Reanimation, lebensverlängernde Maßnahmen, ja, nein. Wie sieht es mit dem Thema Sterbehilfe aus oder assistierte Sterbehilfe, Sterbebegleitung? Also dieser Part mit 160 Stunden dreht sich in der curriculären Einheit 8 ausschließlich um das Thema Tod und Sterben. Ja, kommen wir zur curriculären Einheit 9. Hier ist die Überschrift Menschen bei der Lebensgestaltung lebensweltorientiert unterstützen. Ja, hier muss man sich zunächst einmal angucken, in welcher Sozialisation ist der Mensch aufgewachsen, welche kulturelle Einbettung hat er, Stichwort auch Diversity. Genau, wie ist die Entwicklung bei den jeweiligen einzelnen Menschen vorangegangen, also Entwicklungsaufgaben, Entwicklungspsychologie, unterschiedliche familiäre Systeme werden hier berücksichtigt, unterschiedliche Kulturen, ja, kultursensible Zusammenarbeit ist hier auch nochmal Thema. Also hier geht es um Lebensumfeld, Lebensumfeldgestaltung. Genau, aber auch thematisch könnte hier inhaltlich sein, zum Beispiel Hospitalismus, Deprivationssyndrom, wie kann man ja, Menschen, die lieblos aufbewahrt werden oder versorgt werden, wieder mit Reizen beschäftigen, so dass sie wieder in ihrem Lebensumfeld zurückkommen und auch zurechtkommen. Ja, hier ist auch ein großes Thema Beratung, Beratungsbedarf erheben, Beratung umsetzen. Ja, das ist so die curriculäre Einheit 9 in der Kurzfassung. Ja, in der curriculären Einheit 10, somit auch die vorletzte curriculäre Einheit, auch im dritten Ausbildungsjahr,
angesiedelt von 120 Stunden. Diese curriculäre Einheit bezieht sich schwerpunktmäßig auf die pflegerische Versorgung von Säuglingen, Kinder und Jugendliche. Also hier ist das Thema zum Beispiel Neugeborenenversorgung, Wochenbettpflege, Still- und Laktationsberatung, Bindung der Bezugsperson, Bindungsstörung sind hier auch thematisch. Was hier auch noch hinzukommt, ist emotionale, kognitive und motorische, entwicklungspsychologische Eigenschaften sind hier Thema. Aber auch neugeborene Erkrankungen, Fehlbildung bei Neugeborenen. Ja, das ist hier der große Part der Pädiatrie, der hier in der generalistischen Pflegeausbildung seine Berücksichtigung findet. Ja, jetzt kommt meine persönliche curriculäre Einheit, die mir am besten gefällt. Menschen mit psychischen Gesundheitsproblemen und kognitiven Beeinträchtigungen personenzentriert und lebensweltbezogen unterstützen. Mein Gott, klingt das hochtrabend, aber so steht es im Rahmenlehrplan. Platt gesagt, hier ist der psychiatrische Block von 80 Stunden versehen. Ich persönlich finde ihn ziemlich minimalistisch von 80 Stunden, aber wahrscheinlich werden die Kollegen aus dem pädiatrischen Bereich das für ihren Bereich genauso sehen. Ja, der psychiatrische Bereich, womit beschäftigt er sich? Mit Abhängigkeitsstörungen, affektiven Störungen wie Depression zum Beispiel, Demenz zum Beispiel oder Schizophrenie, also psychotische Symptome. Pflegerische Versorgung von Menschen im psychiatrischen Bereich ist hier ein großes Thema. Ja, es ist eigentlich ein eigenständiger Bereich in der Krankenpflege, nämlich der psychiatrische Sektor. Und der lässt hier einen kleinen Einblick zu im Bereich der Psychiatrie. Ja, somit haben wir nun die 11 curriculären Einheiten aufgezeigt und eben halt mit Inhalten beschrieben. Ich hoffe, es ist mir soweit gelungen, die curricularen Einheiten thematisch inhaltlich zu veranschaulichen. Natürlich gibt es hier für noch enorm viel Text und auch insgesamt viele Seiten zu lesen. Falls Sie interessiert sind, können Sie ja auch einmal sich den Rahmenlehrplan in seiner Verfassung insgesamt einmal durchlesen. Ja, 11 curriculäre Einheiten. Was soll gefördert werden? Die 5 Kompetenzbereiche sollen gefördert werden. Und so ist das schulische Curriculum inhaltlich nach dem Pflegeberufegesetz auch aufgebaut. Ja, liebe Praxislehrerin, lieber Praxislehrer, ich hoffe, Ihnen hat meine Präsentation zum Thema Rahmenlehrplan für die generalistische Pflegeausbildung gefallen. Falls Ihnen diese Präsentation gefallen hat, hinterlassen Sie doch einen Daumen hoch oder bleiben Sie weiterhin medizinisch-psychologisch interessiert. Vielleicht gucken Sie sich auch meine anderen Videos an, um daraus Kenntnisse für sich entwickeln zu können für die praktische Ausbildung. Was läuft so in der Theorie und welche Unterrichte gestalte ich sonst noch so? Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!